So, jetzt hole ich Startunterlagen ab und ich habe richtig Bauchschmerzen. Ich habe die ganze Fahrt nur Gummibärchen gegessen. Startnummern habe ich im Sack. Und jetzt hoffe ich mal, dass sich mein Magen noch ein bisschen beruhigt und dann kann es morgen schön losgehen. Guten Morgen, 6.15 Uhr, es ist Race Day und ja, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, habe mir jetzt hier meine Klamotten schon mal angezogen, habe eben noch überlegt, völlig schwachsinnig, ob ich zum ersten Mal in meinem Leben die Marathonschnürung mache, das heißt also diesen hinteren, das hintere Loch bei der Schnürung benutze. Aber ich habe mich dankenswerterweise nochmal an den Spruch erinnert, keine Experimente am Renntag. Ich weiß auch nicht, warum man solche Sachen macht. Also ich laufe ganz normal, wie sonst auch gewohnt. Hätte ich mal lieber im Training ausprobieren sollen. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie es läuft. Nacht war ganz okay. Fühle mich gut und jetzt muss ich zum Bus und der bringt uns dann zum Startpunkt. Und ja, dann geht's los. Kurze Rennauswertung direkt hier im Hotel, die Fakten vorneweg. Also ich bin 3 Stunden 40, ein paar Sekunden gelaufen, bin Altersklasse Platz 18 und insgesamt, das habe ich schon wieder vergessen, ich glaube 147 oder sowas. Also ich bin mega zufrieden, vor allem bin ich deswegen so zufrieden, weil mein Plan so unglaublich gut aufgegangen ist, so wie ich mir das vorgestellt habe. Denn das eine ist ja immer Pläne machen und die Wirklichkeit sieht dann aber ganz anders aus. Das heißt, man muss den Plan anpassen. Aber hier, es hat wirklich alles super funktioniert und ja, das ist einfach Genugtuung pur. Mittlerweile habe ich schon 3 Saunagänge hinter mir und alles ist gut. Ich fühle mich auch relativ frisch. Also ich bin ein bisschen müde, so ganz leichte Kopfschmerzen, aber ich kann super gut gehen. Also habe keine Probleme, auch Stufen runter. Das hat mich überrascht, weil das kenne ich eigentlich sonst von Marathonläufen, dass ich hinterher doch ziemlich zerstört bin, dass die Gelenke irgendwie blöd sind. Und gerade jetzt hier mit den Höhenmetern dachte ich auch, uiuiui, das geht bestimmt ganz schön da an die Substanz. Aber das freut mich total. Da ist relativ wenig. Also klar, bin ich jetzt nicht so frisch und könnte jetzt rumhüpfen, aber das ist super. Also da fand ich jetzt auch den Trainingsplan scheinbar ganz hilfreich, dass er mich da gut vorbereitet hat, obwohl ich einen langen Lauf ja nicht machen konnte. Nochmal zu meinem Plan. Da hatte ich ja das letzte Video zu gemacht. Da kommt dann hier oder hier der Link nochmal. Ich hatte mir ja ausgerechnet, also ich wollte ja nach Watt laufen, nicht nach Pace, nicht nach Herzfrequenz, sondern eben nach meinen Wattwerten vom Laufsensor und habe ja hochgerechnet, dass 245 Watt vielleicht ein bisschen mehr ganz gut sind. Und ja, ratet mal, was ich gelaufen bin im Schnitt, 245 Watt. Also das ist natürlich sehr, sehr cool. Die Wattwerte sollten mich am Anfang bremsen, weil da ist man frisch und will loslaufen und alles fühlt sich ja ganz toll an und sollten mir am Ende ja, Motivation geben, dass ich weiß, ich kann mehr laufen, auch wenn ich mich schlapp fühle, da ist einfach mehr drin und das hat super funktioniert. Es gab natürlich auch im ersten Teil schon ein paar Passagen, wo ich so ein bisschen drüber war, aber insgesamt habe ich sehr darauf geachtet, dass ich da den Deckel drauf halte. Und ja, bin bergab vor allem immer relativ schnell gelaufen und das ging halt in der ersten Hälfte auch sehr gut, weil da die Straße viel asphaltiert war, da konnte man langlaufen. Wenn man dann Masserberg hinter sich gelassen hat, die Turmbaude, also einer der höheren Punkte, da geht es einmal relativ steil bergab, also da merke ich dann schon so meine Oberschenkel, die nicht so vielen Höhenmeter gewohnt sind und dann geht es gleich wieder bergauf und zwar sehr langsam steigend und also das ist schon ermüdend, aber richtig blöd ist dann, also landschaftlich die wirklich schönste Strecke, dann kommt irgendwann so ein Single Trail über Stock und Stein und Wurzeln, der schlängelt sich wunderschön durch die Landschaft, aber man muss höllisch aufpassen, dass man nicht stolpert und da kann man halt einfach nur langsam runterlaufen. Also da ist es nicht möglich, irgendeine Wattleistung auf die Straße zu bringen. Das heißt, ich bin gut ins Ziel gekommen. Ich war nicht völlig zerstört. Ich will jetzt nicht sagen, da wäre noch mal drin gewesen, aber natürlich frage ich mich das auch. Vor allem, wenn ich, ja, ich glaube, ich hätte jetzt noch so viel Möglichkeiten, irgendwas zu verbessern. Allein meine grottige Ernährung, die ist ja miserabel. Ich glaube, damit könnte man echt noch eine Menge rausholen.
Aber für mich ist ja jetzt auch die ganze Saison eher, ich will jetzt nicht von Regeneration sprechen, aber mental zumindest jetzt nicht auf total Angriff ausgerichtet, sondern ja, ambitioniert, aber halt auch nicht überbordend, sodass ich schon so kleine Ziele habe, aber auch so ein bisschen entspannen kann von der letzten Saison, wo ja für mich der Ironman das große Ziel war. Also insofern, ich glaube, die Pace oder die Wattzahl 245 war wirklich schon eine gute Orientierungsgröße, die mich da gut durch den Lauf gebracht hat. Ja, vielleicht hätte ich im Schnitt auch 248 laufen können. Who knows? So ist es gut durchgegangen und ich konnte hinterher noch lächeln. Vor allem der Zieleinlauf, der war richtig, richtig schön. Da kam dann von hinten noch einer plötzlich angerast und da kann ich mir ja nicht die Blöße geben und habe dann auch nochmal Gas gegeben. Und dann sind wir richtig schnell beide zusammen, Shake Hands ins Ziel gelaufen. Also das sind dann wirklich echt die coolen Momente und ja, hatten wir richtig viel Spaß. Was auch super geklappt hat, war die Verpflegung. Ich hatte ja 8 Gels insgesamt mitgenommen. 4 hatte ich in so einer kleinen Quetschetube drin. Dann habe ich mir 4 noch in die Hose gestopft. Das war schon ein bisschen eng. Vor allem hat es am Anfang auch so ein bisschen geschuppert. Da musste ich mein T-Shirt hinten reinstecken. Aber ich habe, wie geplant, bis zum Halbmarathon die ersten 4 Gels in dieser Tube geleert und dann nach und nach die anderen, beziehungsweise das 8. Gel habe ich dann gar nicht mehr genommen. Also ich habe zu jeder Verpflegungsstation einen Gel genommen und dazu dann Wasser getrunken. Kann sein, dass ich, als ich die Tube hatte, vielleicht 5 statt 4 Stationen insgesamt mitgenommen habe. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Stationen es gab. Ich habe keinen Haferschleim, kein Bier getrunken und den ganzen anderen Krempel. Und dadurch konnte ich eigentlich auch wirklich gut durchlaufen. Bei Kilometer 32, glaube ich, war es. Das war nicht der Mann mit dem Hammer, das war vielleicht jemand mit, ja, mit so einer Signalhupe oder so. Da habe ich gemerkt, da stellt sich was im Körper um, aber es war nicht so, dass ja, es mich total ausgebremst hätte, beziehungsweise ich wollte eigentlich auch den Kampf mit diesem Mann aufnehmen und es kann auch gut sein, dass er sich deswegen zurückgezogen hat, weil ich einfach ihn besiegen wollte. Also da hatte ich auch keine Probleme und natürlich gab es da Passagen, wo ja eben, wo ich auf die Uhr geguckt habe, habe gesagt, okay, jetzt musst du ein bisschen Zahn zulegen und dann habe ich das aber auch gemacht. Also das war super und dann ganz am Ende muss man ja, wenn man zum Stadion läuft, noch mal einen Anstieg hochlaufen. Da war ich, glaube ich, mit der Wattzahl insgesamt auch höher, aber da wusste ich ja, jetzt kommt nicht mehr viel. Und insgesamt ist der ganze Lauf eigentlich schnell durchgelaufen. Ich hatte dann mit einem bei Kilometer 30 ungefähr gequatscht und es hat sich eigentlich wirklich gut angefühlt. Wie gesagt, dann bei 32 sah es dann schon wieder ein bisschen anders aus, aber insgesamt war ein wirklich schöner Lauf, was natürlich auch an den Temperaturen liegt. Wir sind bei ungefähr 9 Grad gestartet, also schön kühl. Und zwischendurch, also ich habe nicht gefroren, aber es gab auch einen Wind. Es war also wirklich sehr angenehm zum Laufen. Wenn da manchmal die Sonne rauskam und einmal auch auf der Wiese, dann war es schon ein bisschen drückend, aber niemals so, dass es jetzt einen da total geschwächt hätte. Dann noch ein Wort zu Apple Watch. Ich überlege, ob ich da dann noch mal ein eigenes Video zu mache, weil ich war überrascht. Ich habe ja jetzt die Apple Watch mit LTE und damals beim Ironman, den ich ja durchgelaufen bin mit der Apple Watch, beziehungsweise die Uhr hat durchgehalten. Die ganze Zeit war das eine Uhr ohne LTE und ich war im Ziel und kurz darauf bekam ich die Nachricht, nur noch 20% Akkulaufzeit. Und das hat mich überrascht. Und also da gibt es scheinbar Riesenunterschiede, welche Uhr ich nehme, also welche Apple Watch ich nehme. Also erstes Fazit ist, also ja, der Mehrwert von LTE finde ich ist relativ gering und dadurch ist die Akkulaufzeit so viel niedriger, dass es sich für Sport überhaupt nicht lohnt, aus meiner Perspektive da die LTE-Variante zu wählen. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal freuen natürlich, entspannen. Jetzt treffe ich gleich Thorsten, wir gehen noch zusammen was essen. Und dann kommen erstmal ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Pause, Ruhe, einfach wahrscheinlich eher Radfahren, bisschen schwimmen und so. Und dann steige ich ein in den Peakplan für die Mitteldistanz, denn dann mein großes Ziel ist der Berlinmann im August, glaube ich. Und ja, da dreht sich dann endlich mal wieder alles auch um Triathlon. Aber wie gesagt, jetzt einfach nochmal ein bisschen cool down und entspannen und genießen und sich freuen an den kleinen Erfolgen und an den schönen Eindrücken, die ich hatte. Also danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.